Ja, ein herzliches Hallo mit 250 Kilogramm Käsenudeln. Ihr lieben Leute, sitze ich hier? Nö, sitze ich nicht. Willkommen zur nächsten Folge von Gothic Teil 25. Nö, von Total War Warhammer 3. Mit mir dabei der Herr Kettenkobler. Servus. So, ja, machen wir uns... Was steht an? Nanli angreifen. Nanli angreifen. Genau, so na bitte, es, ja. Mach mal. Greif mal Nanli an, Leute. Es geht los. Wunderbar. Leute! Keine Ausrüstung verfügbar, was? Angriff, würde ich sagen. Umkreisen, das ist Gefecht führen, ne? Ja. Leute. Okay, ich trete deinem Team bei. Jetzt geht's los. Nanli, die nächste Stadt, wird fallen. Ja. Nanyang, der Koffer. Leute. Der hat auch Armbrustschützen. Bogenschützen hat der. Der hat, Jadekrieger und noch Bauern. Das sollte man hinkriegen, Leute. Was ist das hier, Leute? Von heute. Na bitte, Schlacht von Nanli, Leute. Der Feind begibt sich zum Kampf aufs Feld hinaus. So, ja. Dann werden wir mal die Aufstellung einmal machen. Ich werde dir ein paar Einheiten rübergeben. Was willst du haben? Bist du... Bei mir lädt es tatsächlich gerade noch. Ja, bei mir auch. Ich sag's jetzt schon mal. Also frage jetzt schon mal. Vielleicht gibst du mir mal die Alchemistin da. Weil ja, dann kann okay. Ich dir auch zeigen, was die drauf hat. Sehr cool. Mit Magie und so. Ja. Die Alchemist... Das ist eine Sie, schaut aus wie eine Sie. Ja, ist sie ja auch. Ja. Mich bin Miau, willst du auch die Sturmdrachen haben? Vielleicht kannst du ja mal selber schauen, was die so drauf hat. Okay, mach ich, dann mach ja ich das. Auch ein Drache sein. Ja, dann machst du das. Jawohl, Leute. Dann gib mir vielleicht mal die Himmelsdschunkel. Ja, da oben, also diese mit diesen zwei Bäuchen da, ne? Genau. Zwei Kugeln, ja. Okay. Der Himmelschunky. Ich sage immer Himmelschunky dazu. Junkie, Entschuldigung. Leute, unglaublich. Also da brauche ich jetzt eh nicht schneiden, weil da lädt es eigentlich schneller, als wenn man fertig ist. Ja. Also bei mir, ja. Beim Kittenkurmler sowieso. Mir ist aufgefallen, Leute, dass beim Herrn Kittenkurmler es viel schneller lädt als bei mir. Ja, keine Ahnung, woran das liegt, ehrlich. Ich kann mir schon vorstellen, dass das wirklich am Ding liegt, am Festplatte liegt. Ja. Motherboard. Meine ist nicht mehr so berauschend. Ich muss sie nicht wechseln, sondern ich muss sie auf jeden Fall, jetzt muss ich mein PC ein bisschen aufrüsten. Ich habe nämlich keinen Kühler drin. Ah, schon, aber einen Kühler. Aber den Kühler für das Gehäuse nicht. Mhm. Somit wird wahrscheinlich das auch ein bisschen mitspielen. Ah, okay. Da so. Let's. Okay. Einheiten verschenken. Mit Rechtsklick. Mit Linksklick. So, ich schicke dir mal... Unten links, genau. Ja. Das da. Schicke ich dir mal das. Ja, super. Dann hast du gesagt, willst du Jadekrieger haben? Nee, einfach nur die Alchemistin da. Das die Alchemistin komplett. Ist okay. Ja, danke schön. So, und dann würde ich einmal sagen, kriegst Bauern Langspeerträger? Ja. Oder willst du die Armbrustschützen des himmlischen Drachen haben? Ja, gib mir die Armbrustschützen und den Rest managst du dann einfach. Warst an den Kittenkurmler. So. Und ich mache jetzt Folgendes, liebe Leute. Ich stelle mich mit meiner Kollegin. Ja, ich stelle mich daher, ist ja wurscht. So, dann habe ich diese Einheit. Ihr werdet auf jeden Fall einmal auf die rechte Flanke gehen. Ihr werdet hierhin marschieren. Ja, also ich wäre bereit. Ja, warte mal, du hast noch zwei Armbrustschützen da hinten. Ah ja, genau. So, und die auch noch. Ja, okay, jetzt können wir Gefecht starten, würde ich sagen. Gefecht starten, Leute, ja. Es geht los. Die Junke ballert gleich mal. So, zack, dann. Warte mal, du kannst deine Leute, glaube ich, da lassen. Weil die kommen runter. Die kommen den Hügel runter. Ah, okay. Ja.
einen Stil. So, das ist noch ein schönes Thumbnail hier. So. Sehr schön. So, die Anti ballern eh drauf einmal. Sie kommen runter. Ja. Das heißt. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Magie, aber die weichen leider aus. Wo sind die Armbrustschützen? Zack, draufschießen, draufscheißen. Ah, so, und jetzt geht's schon. Los geht's, Leute. Gemma, kommt. For the Emperor. Du hast die Infanterie, die muss jetzt in die Mitte, die da an der Seite rumsteht. So, meine nice Dame. Oh, du ziehst die Jadekrieger in den Nahkampf. Das ist nicht ganz so toll. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Ja. Machen wir mal so. Jetzt haben wir hier ein bisschen Magie. Und die Alchemistin kriegt dadurch Kills. Das ist doch sehr toll. Warum geht er nicht zurück? Wie kann ich den Drachen verwandeln? Die hat eine Fähigkeit. Links, muss links unten schauen. Ja genau, jetzt tut sie's. Jetzt macht sie's gerade. Jetzt hast du es abgebrochen, glaube ich. Ich habe gar nichts geklickt. Schau mal links unten, über ihrem Gesicht. Das sollte eine Fähigkeit sein. Ja genau, jetzt hast du. Ja, habe ich geklickt. Yeah, Leute, ein Drache! Das ist meine Young irgendwas. Young irgendwas. So, ihr Lieben. Ich bin jetzt leider in der Schussbahn. Und du hast immer noch die Armbrustschützen im Nahkampf, ne? Was? Wo? Da links. Bei den Jadekriegern. Ah! Was macht diesen Jahr, wenn die vorgedrungen sind, Leute? Oh Mann, die Miao Ying steht voll in der Schussbahn irgendwie. So. Auf jeden Fall drauf einmal. Warte mal. Zieh mal die Miao Ying da weg in der Mitte. Die steht total in der Schussbahn. Von meinen Schützen. Ja, jetzt ist sie weg. Danke. So. Leute! So, und jetzt, ihr Lieben. Okay, können wir wieder ein bisschen dafür sorgen, dass sie sich ein bisschen verdünnisieren hier, die Bauern. Ja, gar nicht so einfach, weil es jetzt viele sind. Ja, passt schon. Die, das wird durch die Alchemie-Magie da erledigt. Los geht's! Warrior Crossbows! Warrior Crossbows, was? Ja, Warrior Crossbows, jo. So, Tante Alchemie, du verfolgst die mal. Tante Alchemie! Leute! So, was haben wir da für eine Einheit? Bogenschützen? Kommt, macht's was! Habt's eh schon! Zur Feier des Tages lässt die Junk eine Bombe los. Die flüchten schon wieder, Leute. Der Drache. Meine liebe Drachin. Die Dschunke ist schon ein richtiges Höllenfeuer, wirklich. Wahnsinn, oder? Mhm. Kommt doch! Ihr werdet's nicht flüchten, Leute. Ihr werdet's nicht flüchten. Ja, die Miao Ying holt euch ein. So was fett auf Fresse hier. Aber wobei, wir müssen die gar nicht verfolgen. Wir sind ja in der Stadt, ne? Oder stimmt eigentlich. Die Stadt gar nicht so. Ja, kannst den Kampf beenden. Ich will noch, dass sie sterben. Ach, das passt schon. Erfahrung kriegen wir. Leute! Ja! Ja! Na, ist das toll, Leute. Ah, wunderbar. Mega. Wie der Dieter Bohlen sagen würde. Mega.
Ja, so, ja. Also wir sehen uns nach dem Laden dann wieder. Ich schneide. Bis dann. Leute, wir sind wieder da, wir sind wieder da. Eure Runde, ja. Entscheidender Sieg, na bitte. Ja. Schwert des Haders habe ich bekommen, Leute. Oh, sehr cool. Schwert des Haders, wie kann ich das ausrüsten? kann ich dir zeigen, aber dafür musst du jetzt erstmal raus. Ja. Genau, schau mal. Siedlung erobert, besetzen, plündern und besetzen, ausrauben, niederreißen. Plündern und besetzen, gell? Kannst du machen, ja. Wahnsinn, plündern und besetzen. Okay, wunderbar. Natürlich, Leute, die gehört mir, die Siedlung. Also, was willst du zuerst wissen? Rekrutieren oder wie du das Schwert ausrüstest? Warte mal kurz, ja, ich habe einen Jadebildhauer bekommen. Die Abbildung eines Wächterlöwen. Eine perfekte Arbeit, die aus dem begehrtesten aller Materialien gehauen wurde und von seiner Wut und Macht erfüllt ist. Ein Gefecht gegen eine Jadekriegereinheit gewonnen. Cool. Aha. Anhänger erhalten. Kannst du den? Anhänger erhalten. Jadebildhauer habe ich bekommen. Hey, cool. Ja, Moment. Ich zeig dir mal. Also geh mal auf deine Armee von dem Yao Ying. Ne? Ja, warte mal kurz. Waffe erhalten. Schwert des Haders. Sehr gut. Ja, genau. Das können wir gleich ausrüsten. Provinz gesichert. Provinz Schießpulverstraße. Na bitte. So, also. Armee. Auf meine Armee gehen. Gut, mache ich. Ja, genau. Jetzt schaust du ganz unten links, da hast du Charakterdetails. Warte mal kurz. Wo ist meine... Bin ich in der Stadt drin? Nee, das kann gar nicht sein, irgendwie. Wo ist denn meine... Ich kann... Kann ich irgendwie... Ah, so kann ich drehen, gut. Ja, ja. Wo bin ich eigentlich? Wo steht meine... Entschuldigung, Leute, ganz kurz. Ich muss schauen, wo meine Soldatin steht. Meine Yang Ying Dungs Dings. Meine Drachenkriegerin steht. Ansonsten schaust du einfach oben auf der Minimap irgendwie. Da solltest du sie schon wieder finden. Oben rechts einfach. Warte mal kurz. Hä, legendäre kommen mir auch irgendwie Stundrachen. The Storm Dragon. In welchen Tab bist du denn jetzt gerade reingeraten irgendwie? Gar nirgends. Bist du noch auf der Karte unterwegs? Warte mal, Ereignisnachrichten muss ich schauen. Ausrüstung erhalten, ja klar. Ja, das hast du schon, ne? Ach so, das habe ich schon. Ja. Wo ist meine Kriegerin? Kann ja gar nicht sein, die musst du ja irgendwie wiederfinden. Ansonsten teilst du einfach den Bildschirm, dann sehe ich's wieder. Hä? Meine Kriegerin ist weg! Da sehe ich Nan Li. Das ist die Stadt, die neue, die ich eingenommen habe. Leute, ich meine, ich weiß, ihr Lieben, ich bin nein, blind. Nein, die ist in der Stadt drinnen. Ach so! Ja! Die ist gerade in der Stadt drin. The Majestic Defender. Ach so ist das. Na gut. Ja. Wie kann ich dann auf meine Einheit gehen? Ja, Moment. Jetzt müssen wir erstmal das Schwert des Haders ist schon ausgerüstet. Aber diese andere Sache, dafür gehst du jetzt einfach mal ganz unten links. Gehst erstmal auf deine Armee drauf und dann ganz unten links auf Charakterdetails. Aber wie gehe ich auf meine Armee drauf, wenn ich in der Stadt bin? Ja, einfach auf diese Standarte da klicken. Ne? Einfach da auf dieses schwarze Banner da. Mit dem Drachen drauf. Ah, okay. Das genau, ja. Genau. Okay, und jetzt ganz unten links. Ja? Charakterdetails. Ja, genau. Okay, da gehst drauf. Genau. Jawohl! Schaut aber, das bin ich. Miauli. Genau, und da kannst du Gegenstände ausrüsten einmal. Da ist quasi schon dein Schwert ausgerüstet. Und bei Unterstützungen könnte noch dieser andere Jadekrieger da sein oder so. Ich kenne mich da als Jadebildhauer. Ja, genau, den kannst du ausrüsten. Falls er nicht schon ausgerüstet ist. Hä? Wo ist der hin? Hä, Leute, der ist weg! Ich hab drauf geklickt, der ist weg! Nein, den hast du wahrscheinlich nur ausgerüstet.
bei Unterstützungen taucht er dann wahrscheinlich auf. Ja, der ist weg, den habe ich bei Unterstützungen habe ich den weggeklickt. Jetzt ist er weg! Nein, nein, nein! Ach so, jetzt hast du ihn weggeklickt. Nee, der geht auf Unterstützungen. Geh auf Unterstützung. Ah, okay. Also, ja, genau. Jetzt habe ich Unterstützungen, ich bin ja der Bildhauer, okay. Jetzt hast du ihn wieder, genau. Okay, wunderbar. Die Rang bei Rekrutierung plus 3 für Jadekrieger und Jadekrieger Hellebarde. Ah, da kann ich quasi bis auf 3 erhöhen. Sehr cool! So ist es. Jetzt habe ich im marische Gegenstände Schwert des Haders. Ja. Das passt. So, da gehe ich wieder raus. So, wie mache ich das? Mit dem Erweiterung der Krieger. Genau, jetzt gehst du nochmal auf deine Armee. Ja, genau. Also auf die Standarte. Und jetzt sollte da drunter, sollten da so ein paar Felder sein. Genau. Und da kannst du auch Einheiten rekrutieren. Einheiten rekrutieren klicken, genau. Dann sollst du was aufploppen und dann hast du ein paar Einheiten, so, die du rekrutieren kannst. Super, was haben wir da? Jadekrieger habe ich schon, Bauernlangspeerträger und Bauernbogenschützen. Ich würde mal Bauernbogenschützen nehmen, oder? Ja, vielleicht einfach so ein bisschen variieren, je nachdem. Ich habe nur Jadekrieger, Bauernlangspeerträger und Bauernbogenschützen zur Auswahl. Ja, ja. Wenn ich das mehr ist, hast du aktuell leider noch nicht, ja. Aber wie viele kann ich da nehmen? So viel, wie ich Geld habe, ne? Na, vor allem solltest du gucken, wie viel du in einer Runde rekrutieren kannst, weil wenn du eine rekrutieren willst, dann wird da oben so ein Feld aufploppen, beziehungsweise eins wird grün werden. Heißt, und wenn du mehr davon drei kann ich. Dauert halt dementsprechend die Rundenzahl, die da steht. Ja, ich habe 3 gemacht, genau. Passt. So, aber die Folge ist wieder vorbei, machen wir dann in der nächsten weiter. Ja. Würde ich sagen, dann verabschieden wir uns. Ja, okay. Bis zum nächsten Mal. Dann wird die Runde beendet, würde ich sagen. Ja, okay. Bis zum nächsten Mal und ciao. 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 Okay.